Neuer Versuch gegen normale Arenaleiter Aoki. In der letzten Folge haben wir es leider nicht geschafft gegen ihn. Er war mit seinem Staraptor einfach viel zu stark. Und sein Dummimiese vor allem war auch leider viel zu stark. Also habe ich meinem Pokémon mal ein paar Items gegeben. Wie ihr sehen könnt. Er trägt ein Item, das seinen Flammenwurf verstärkt. Weil Spezialattacken damit verstärkt werden. Überreste heilt das Pokémon und Muschelglocke ist das gleiche, nur heilt es halt weniger. So, und weil ich denke, dass mein Super so ziemlich mein bestes Pokémon ist, neben Takokro. Oh, nice Crit. Ist, glaube ich, eine gute Idee, ihm die bessere Heil, das bessere Heil-Item zu geben. So, wir haben sehr viel angesteckt. Aber Koalilo ist direkt schon mal weg. Das schwächste Pokémon schon mal aus dem Weg geschafft. Ja, ein paar XP. Leider starbe ich jetzt wieder. Das Ganze kennen wir ja schon. Dummimiesel. Da habe ich leider ein bisschen Angst vor, denn das Ding ist tatsächlich ziemlich stark. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin, es zu vergiften. Das ist jetzt so die Taktik, die ich versuchen möchte anzugehen. Da kommt das Dummimiesel. Wie er schmeißt. So, und falls wir diesen Kampf heute schaffen sollten. Boah, so viel Damage. Falls wir schaffen, diesen Kampf heute durchzukriegen, werden wir heute in das. Yes, vergiftet! In das Schneegebiet gehen. Und viele Eis-Pokémon entdecken. So, danke an Überreste. Eigentlich kann ich mich jetzt die ganze Zeit gegenheilen. Und das Ding ist irgendwann down wegen der Vergiftung. Dass eine gute Taktik ist, eine gute Strategie ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht unbedingt behaupten, dass es eine gute Strategie ist, aber es ist auf jeden Fall eine, die funktioniert. Einfach Gift-Stalling. So nenne ich das jetzt mal. Außer natürlich, mein Gegner crittet mich weg. Das ist dann was anderes. Das ist dann nicht so schön, wenn ich einfach eine Runde verschwendet habe. Immerhin ist aber vergiftet. Solange die Arena-Leute hier nicht heilen, das weiß ich nicht, wie sie das tun, sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht für uns aus. So, ich setze jetzt Magia Farik ein, einfach nur, damit ich Aufwecker bei Takokro einsetzen kann. Ihm gebe ich jetzt den Aufwecker. Ich müsste noch mindestens einen haben. Noch mehrere von denen, perfekt. So, ich mag übrigens die Texturen der Pokémon, die sind größtenteils echt schön. Die Texturen des Spiels selber kann man sich drüber streiten. Schwert und Schild sahen aus wie N64 Spiele. Scarlet Violet sehen aus wie GameCube Spiele, mehr oder weniger. Verwirren kann. Nee, ist er schon verwirrt, dass er. Ah nee, ist nicht verwirrt. Nee, ist nicht verwirrt. Das haben wir beim letzten Mal versucht zu verwirren. Hat nicht so gut geklappt, leider. So, bitte stirb von der Vergiftung. Okay, nächste Runde ist es aber down, denke ich. Nächste Runde ist es hoffentlich down. Leider bin ich jetzt auch down. Aber komm, Vergiftung muss noch genug Damage machen. Please. Please. Das ist ärgerlich. Das ist definitiv ärgerlich. Ich versuche eine Runde zu überleben. Stimmt, ich könnte ja die Runde jetzt benutzen, um Super zu beleben. Vielleicht kriege ich es ja hin, nochmal zu vergiften. Wahrscheinlich nicht, aber ich kann es ja versuchen. Oh Gott, ich glaube, der Kampf wird nicht viel besser laufen wie letztes Mal, um ehrlich zu sein. Sein Staraptor ist einfach viel zu stark. Und wir sind einfach viel zu schwach im Moment. Aber das Level nehmen wir trotzdem mit. Okay, jetzt ist die Frage, möchte ich auswechseln? Ich meine, Tenterra ist halt langsam, kann aber Superschall eventuell treffen. Oh, du bist nicht geheilt. Ich könnte die Elektroattacke versuchen, um meine Theorie nachzuprüfen, ob es dann durch den Terra-Typen nur noch Typ Normal ist oder noch Typ Flug ist. Wenn es dann noch Typ Normal ist, dann verstehe ich teilweise schon den Sinn dahinter, das zu machen.
So, jetzt kommt diese ganze lange Cutscene. Oh, doch nicht. Die wird geskippt. Okay, finde ich gut. Oh, nee, warte, die kommt jetzt, ne? Ah, die kommt erst jetzt. Okay, die skippe ich für euch mal kurz weg, weil die dauert viel zu lange. So. Jetzt kommt sein Terrorizing. Ich habe nämlich beim letzten Kampf auch vergessen, dass ich auch Terrorizing kann. Vergesse ich leider manchmal. Ist cool, dass das kein Item ist, was man jedem Pokémon geben muss. Aber trotzdem vergesse ich es irgendwie manchmal. Bitte kill mich nicht. One-Shot, das wäre nicht so cool, Bro. Bitte, ich hab noch ein langes Leben vor mir. Okay, cool. Belly Boy überlebt das tatsächlich sehr gut. Ladungsstoß! Okay, es ist wirklich nur noch Typ normal. Und wow, ich hätte einfach Belly Boy benutzen müssen in diesem Kampf. Ich hätte ja noch gar nicht heilen müssen und alles. Belly Boy kriegt das wirklich auch alleine hin. Oder? Tatsächlich. Ganz knapp schafft es Belly Bolt, diesen Kampf zu gewinnen. Und die Muschellocke heilt ihn nochmal 4 KP. Nicht viel, aber etwas. Yay! Da waren meine Augen wohl größer als mein Magen. Dein Schlag ist auch so gewöhnlich. Das hat mich ganz aus dem Konzept gebracht, sozusagen. Da ich verloren habe, muss ich dir nun diesen Orden hier erreichen. Der Kampf hat mich ganz schön hungrig gemacht. Was hast du davon, gemeinsam einen Happen zu essen? Klar, gerne. Ich habe Hunger. Eisbällchen. Wenn du 5 Arena-Orden besitzt, lassen sich Pokémon bis Level 45 leichter fangen. Ah, und sie folgen all deinen Anweisungen. Ein Kind wie du hat dafür vielleicht noch keine Verwendung, aber das kannst du trotzdem haben. Fassade! Der ist der Angriff. Achso, ist der Anfänger vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft. Aber meine Pokémon waren noch nicht alle in seinem Status, oder? Ich finde das Essen hier ziemlich schmackhaft und keine Sorge. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Schließlich bin ich hier der Erwachsene mit dem festen Einkommen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ehrenhaftig! Okay, wir haben die Arena geschafft. Und haben unseren 5. Orden bekommen. Und hey, ich gratuliere dir zu deinem Sieg in der Arena. Kay hat mir bereits von einer ungewöhnlichen Trainerin berichtet. Offenbar meinte sie dich damit. Ich habe deinen Kampf eben verfolgt und muss sagen, du bist tatsächlich überaus talentiert. Wenn du so weitermachst, könntest du wirklich noch den Champ-Rang erlangen. Ich würde dich nur zu gerne in naher Zukunft für die Pummelige rekrutieren. Maike, ich weiß jetzt, mit welchem Pokémon ich gegen dich antreten werde. Oder war ja was. Deinen Kampf in der Arena habe ich übrigens auch gesehen. Echt beeindruckend, wie schnell du mal stärker wirst. Na, erstmal verloren und dann einfach instant gewonnen. Chant Mila, wie schön, dich nach so einer langen Zeit wiederzusehen. Was? Oh, was machen Sie denn hier mit Maike Nummer 1? Number one? Na nun, habe ich jetzt einfach nicht ordentlich erklärt. Alle schauen zu ihr auf und du kennst sie nicht einmal. Oh je, sie ist die absolute Nummer 1 und steht sogar noch über dem Champ-Rang. Also sie ist so gesehen der Champ-Champ. Ihr Name ist Zagaria, sie ist der sogenannte Top-Champ. In der Tat, in meiner Funktion als Präsidentin der Pokémon-Liga fülle ich auch diese Rolle aus. Ich hätte gedacht, sie wären viel zu beschäftigt, um die Arenen persönlich zu inspizieren. Deswegen bin ich nicht hier. Ich bin gekommen, um ein vielversprechendes Talent zu rekrutieren. Was? Ist Spike aber schon so bekannt? Hab sie aber zuerst entdeckt! Auch wenn sie der Top-Champ sind, können sie mir nicht einfach vor der Nase wegschnappen! Du scheinst dich wohl großer Beliebtheit zu erfreuen. Ich werde mich hinten anstellen. Ganz genau! Los, Spike! Ich hole dir noch einen Pokémon-Kampf! Schnell, los auf den Kampfplatz! Einen Moment, bitte. Hä, was denn? Diesen Kampf würde ich mir nur zu allzu gern ansehen. Aber nur, wenn es euch angenehm ist. Aber natürlich, von mir ist kein Problem! Bist du einverstanden? Klar. Vielen Dank euch beide, ich bin wirklich sehr gespannt. Aber ich bin noch nicht fertig für den Kampf, also bitte noch nicht kämpfen. Nun dann, lass uns gehen. Nein, ich bin nicht fertig. Hallo! Mein Pokémon-Team ist freaking dead. Also freaking dead. Ich bin noch gar nicht ready dafür. Also, ich glaube, weil ich ja gesagt habe, kämpfe ich jetzt, oder? Ich hätte einfach nein sagen müssen.
Weil ich dachte mir so, ich bin höflich. Sag mal ja. Also nochmal für dich zum Mitschreiben. Du klapperst die verschiedenen Arenen ab und dann kämpfst du ihre Orden. Wenn du das geschafft hast, kannst du gegen die allerstärksten Pokémon-Trainer antreten. So ist es, und zwar in der Pokémon-Liga. Sie befindet sich nordwestlich von Mesalona City. In der Pokémon-Liga wird würdigen Trainern der höchste aller Titel verliehen, der ist Champs. Sobald du 8 Erinnerungen beisammen hast, kannst du eine Prüfung ablegen, die es in sich hat. Schaffst du es schließlich, selbst den stärksten Prüfer zu besiegen, wirst du zum Champ benannt. Stell dir nur mal vor, wie sich das für dich anfühlen würde. Der Moment, in dem du Champ wirst. Okay, dann können wir da doch einfach direkt hingehen, oder? Wollen wir wirklich da jeden einzelnen Orden für? Du hast dein Ziel, die Bühne aller Bühnen vor Augen. Und jetzt beginnt der Kampf. Oh, nicht so schnell. Die Pokémon von Weike scheinen doch etwas erschöpft zu sein. Oh, danke. Danke. Oh, sorry, ich war schon so bereit für den Kampf, wenn ich gar nicht daran gedacht habe. Aber dank des Top-Champs sind deine Pokémon jetzt wieder topfit. So, versetz dich nochmal in die Situation von eben zurück, Maike. Und los geht's. Kampf ist das Ziel. Tatsächlich geht's sofort los, auch wenn wir geheilt werden. Bin gar nicht ready dafür. Aber na gut. Nemila, ein weiterer Kampf. Ich glaube, der dritte oder so? Oh, ihr kleines Hündchen hat sich entwickelt. Gesteinshund. Lass dich nicht davon einschüchtern, dass sie Nummer 1 uns zusieht. Ich versuche es mal. Sonst weiß ich nicht. Bricht. Kann vielleicht noch ein anderes Pokémon einsetzen oder so? Ja doch, eigentlich muss ich ein anderes Pokémon einsetzen, ne? Normie 5 wäre am besten. Was ist nämlich sehr effektiv gegen Gestein, wie ihr sicherlich wisst. Nur ist Normie 5 sehr andere Levels. Genauso wie mein ganzes Team eigentlich, um ehrlich zu sein. Turbofelsen. Aua! Das kriegst du zurück. Na toll. Na super. Das kriegt nicht mal mehr XP. Okay, Bellybolt, du hast eine Wasserattacke. Dann machst du es mal. Turbofelsen. Eigentlich ist er auch sehr effektiv gegen Bellybolt, weil Bellybolt ist Elektro und Gestein ist effektiv gegen Elektro, aber... Bisher macht er minus so viel Damage. Auf dich immer, die Attacke hat es ganz schön in sich. Nicht wirklich. Die war sehr schwach. Die war sehr schwach. Hat man kaum Leben abgezogen. Ich muss was anderes hier versuchen. Yeah, das mache ich nur. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ja doch, eigentlich spamme ich jetzt einfach nur Aquaplache, oder? Mein Wasser-Pokémon ist down. Es überlebt keinen einzigen Angriff. Es kann auch nicht einmal angreifen. Dafür ist es zu langsam. Also einfach Aquaknarre spam, I guess. Ach, schade, dass das nicht gekillt hat. Zumindest haben wir uns ein ganz kleines Stückchen immer. So ganz wenig. Also ja, ich kann euch empfehlen, euren Pokémon Items zu geben. Vor allem Items, die auch nützlich sind für das Pokémon. So, ein Pokémon ist down. Wie viel hat sie? 3 oder 4? Hab's grad nicht gesehen. Viscora! Boah, was war das denn nochmal? Drache? War das denn Drache? Was war denn das Ding nochmal? Ich hab's total vergessen. Ist das Wasserdrache oder so? Keine Ahnung. Okay, sehr viel Pokémon. Sorry, dass ich vergessen habe, was für ein Typen es ist. Okay, das auf jeden Fall nicht. Vielleicht ist es doch Drache. Wasser auf jeden Fall nicht. Oder? Oder? Drachenbolz. Oh! Auf jeden Fall ist es Drache. Das kleine Ding wird zu einem großen Drachen, glaube ich. Da war doch was. Ja. Ja, sorry, Bellybolt. Ja, du musst jetzt den Rest einstecken. Außer du killst es. Nö. Aber Init sinkt, obwohl das Ding einfach sowieso nicht viel Init hat. Egal. Das ist wirklich mein Lieblingsfilm in dem Spiel bisher. Boah, aber ich bin wirklich gar nicht ready für diese Kämpfe. Ich muss irgendwie stärker werden. Versuchen wir mal mit Flammenwurf. Das ist doch sehr, sehr stark.
Genau, mein Takoko trägt nämlich eine Brille. Die macht Spezialattacken stärker. Und Flammenwurf müsste eine Spezialattacke sein. Okay, es war nicht sehr effektiv, aber es hat den Job gemacht. It did the job. So, everything is cool. Alles bro. Yeah. Pamamamo. Pamamo ist Typ Elektro. Da ist es eigentlich jetzt... egal. I guess. Könnt drin bleiben. So, vielleicht ist der Flammenwurf stark genug. Na? Knapp. Jeden Fall keine schlechte Attacke. Okay, Sprung. Aua. Dass ich noch nicht paralysiert wurde, ist ein Wunder. Okay, wir wissen alle, was ihr letztes Pokémon sein wird, deshalb bleibe ich direkt mal drinne. Maskagato? Wait, what? Ah, sehen Sie das Nummer 1? Ich wurde in die Ecke gedrängt. Ist das schon die letzte Entwicklung? Tatsache, das ist die letzte Entwicklung. Sieht sehr stoned aus, aber ich weiß nicht, warum es alle hassen, aber ich finde es super. Ich mag es. Zeig meine Terra-Kristallisierung. Das bringt selbst die Augen Nummer 1 zum Leuchten. Nein, ich hab's vergessen. Ich hab schon wieder vergessen, dass ich das kann. Oh, das wird böse enden. Da hat jetzt Blume auf dem Kopf. Und... oh, ich überleb's. Flammenwurf! Yo, One-Shot! Let's go! Ja, ich mag den Pflanzenstarter letzte Entwicklung. Das ist ein cooles Pokémon. Allgemein mag ich alle Starter hier. Sind alle super. Nur haben wir noch nicht alle gesehen. Schallwelle! Boah, okay, mein Takoko ist schon viel zu stark. Das ist eine laute Attacke, die bei der gegnerischen Pokémon mit Schallwellen angegriffen werden. Okay, keine Ahnung. Besser als Kanon. Sinkt der Anwender mit einem im Kanon. Ja. Keine Ahnung. Machen wir mal Tackle weg. Gewonnen! Aber sie ist schon schneller geworden. Nein, okay, sie hat ja immer ein Team für mich bereit. Wundere dich nicht, wenn du ab und zu auf etwas mehr im Rampenlicht stehst, Maike. Okay. Und endlich ist es soweit. Eigentlich sollte es sich schon vorher entwickeln, aber weil es ständig gestorben ist, entwickelt sich ja erst jetzt. Takoko entwickelt sich. Es wird zu Skeledirge oder auf Deutsch Skellokrok. Jetzt ist es wirklich tot, denn es ist Typ Geist. Und er hat seinen Hut verloren, was ich sehr schade finde. Aber zumindest ist oben das Ei geschlüpft. Und es ist ein kleiner Vogel entstanden. Ein kleiner polygonischer Vogel. Skellokrok oder Skeledirge. Der feurige Vogel, der durch Skellokroks Gesang die Gestalt ändert, soll eine Seele sein, die sich in dem Feuerball auf seinen Kopf niederließ. Aha, das ist eine Seele. Okay. Loderlied. Oh, das hört sich cool an. Der Anwender spuckt inbrünstig lodernde Flammen, als würde er singen und versenkt das Ziel. Dadurch zeigt auch der Spezialangriff des Anwenders. Oh, das ist ja richtig geil. Macht weniger Damage als Flammenwurf, aber es bufft mich. Also definitiv Kanon weg, weil das ist ja viel besser. Wunderbar. Leider immer noch keinen Hintergrund bekommen zum Entwickeln. Gegen jemand wie Champ nie wieder einen solch beachtlichen Kampf hinzulegen, zeigt von Talent. Soll mir eine Freude, solch einen herrlichen Kampf beiwohnen zu dürfen. Wie krass, sogar der Top-Champ erkennt dein Potenzial an. Der hält sich wirklich auf Trab, so schnell wie du stärker wirst. Weißt du, eines war mir schon klar, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Eines Tages wirst du den Champ-Rang erreicht, Michael, da bin ich mir sicher. Die übrigen Arenen wirst du ohne Probleme bewältigen, du schaffst das. Das denke ich auch. Ja, das sollte dir gehören. Betrachte es als Investition in deine Zukunft. Investition? Terra-Ausbruch. Der Anwender Terra kristallisiert, greift er mit Energie seines Terra-Typs an. Aha, krass. Wenn ein Terra kristallisiertes Pokémon diese Attacke einsetzt, passt sich ihr Typ dem Terra-Typ des Pokémon an. Cool.
Irgendwann werden wir zwei uns den besten Kampf aller Zeiten liefern. Das weiß ich einfach. Ich werde noch viel, viel mehr trainieren, um richtig darauf vorbereitet zu sein. Okay. Das Ganze ging jetzt aber schon länger als gedacht. Ich frage mich, ob sie gerade aus Freundschaft gesprochen hat, um dich zu schützen und zu unterstützen. Oder weil sie sich Großes von dir erhofft. Nein, ich glaube, das war keine bloße Hoffnung. Sie hat aus fester Überzeugung gesprochen. Komm, ich führe dich wieder zur Arena. Wieso? Da muss ich nicht hin. Ich bin fertig. Ich bin jetzt fertig mit der Arena. Muss ich hier weg. Sofort. So, und wir kommen langsam in einen Zustand, wo unsere Pokémon sich entwickeln. Da lag Pokémon, lol. So, unser Starter ist nun komplett entwickelt. Aber noch andere Pokémon in unserem Team. Um genau zu sein, drei davon können sich noch entwickeln. Um genau zu sein, zwei davon können sich noch entwickeln. Ich hab vergessen, dass sich Hinterra schon entwickelt hat. Die, genau, die beiden können sich noch entwickeln. Das könnte noch ein bisschen dauern. Und das ist schon viel zu stark, das Pokémon. Schaut es euch an. Es singt einfach. Ist einfach ein Musiker geworden. Und es ist Typ Geist. Das ist also unser Geist-Pokémon in diesem Team. Ich kann einen neuen Kurs teilnehmen. Ah, die Kurse mache ich immer später. So, wie gesagt, Pokémon müssen hier gelevelt werden, müssen hier trainiert werden. Alles Mögliche so. Okay. Wo geht es denn weiter? Muss ich mal rauszoomen. Gehen wir doch mal ins Schneegebiet, oder? Was meint ihr? Diesen Ort haben wir ja schon mal erreicht in der... Was war das? Letzten, vorletzten Folge oder so. Da können wir jetzt lang gehen. Und uns schön ein... Ich sag mal ein... Ein Schnee-Pokémon. Ein Eis-Pokémon fangen. Was ich vorhatte ins Team zu nehmen. Bist du ein neues Pokémon oder kennen wir dich schon? Ach, dich kennen wir schon. Okay. Falscher Knopf. Ah, nicht springen. Steuerung, ne? Das ist sogar die richtige Richtung hier. Okay. Hier hinauf. Oh, hi. Warum bist du 2D? Montanata Bergfahrt voraus. Hier wollen wir hoch. Hier führt es das nämlich uns zu einem Schneegebiet. Hallo? Ganzen Knacksen und Knackerkissen zu Biris. Ah, dicke Flocken fallen vom Himmel. Willst du wissen, was an verschneiten Bergen so richtig toll ist? Tja, das verrate ich nur, wenn du es schaffst, mich zu besiegen. Kein Problem. Gastrodon! Hallöchen! Sind wir wohl beide Boden-Pokémon, wa? Level 39. Alle gucken da hinten zu. Ich bin super underleveled. Ich glaube, ich muss vielleicht doch nochmal ausgehen, ein bisschen leveln. Oder ich lasse es so, einfach für die Challenge. Das wäre auch eine Möglichkeit auf jeden Fall. Okay, ich bin viel zu schwach. Ich wechsle einfach aus. Okay, alle meine Pokémon sind wie viel zu schwach für diesen Kampf. Machen kaum Damage. Deshalb packen wir mal Skeledirge bzw. Takokro in den Kampf. Können wir uns zum einen mal einen Kampf mal anschauen. Und zum anderen schauen, wie stark es gegen ein Pokémon ist, wo es nicht so effektiv gegen ist oder so. Lodalie will ich mal ausprobieren. Er schießt einfach seinen Vogel nach vorne. Ja, jetzt bin ich leider down. Ich bin immer noch viel zu schwach. Eieiei, was mache ich denn jetzt? Ich krieg diese Trainerin nicht down. Ich muss leveln. Vielleicht mache ich ja mal ein paar Raids und level meine Pokémon mal so ein bisschen hoch. Ich glaube, das wäre keine schlechte Idee. Von wegen, das Spiel ist einfach. Also bisher nicht wirklich. Eieiei. Okay, der Kampf wird nichts. Ich gebe auf. Ich gebe mein Preisgeld ab und lande zum nächsten Pokémon Center. Das beschleunigt die Sache ein bisschen. Okay, ich glaube, ich level ein bisschen. Das macht keinen Sinn mehr, so weiterzumachen. Okay, eventuell bin ich auch noch zu schwach, aber vielleicht bin ich auch einfach den falschen Weg eingeschlagen. Deshalb gehe ich jetzt einen anderen Weg ein. Statt dass wir von hier nach da oben gehen, gehen wir von hier einen großen Bogen. Denn ich glaube, so soll man eigentlich zu diesem Schneegebiet hinkommen.
Deshalb machen wir das. Ich habe zwar ein bisschen gelevelt, aber so viel wollte ich nicht leveln. Weil wenn sich ein Pokémon entwickelt, dann wird es das dann hoffentlich in der Folge machen. Ich wollte dich jetzt nicht angreifen. Das war aus Versehen, ich schwöre. Lass mich in Ruhe. Was für Flucht gescheitert? Was soll das denn? Wow. Aber wenn wir uns mal die Level anschauen, der wilden Pokémon hier, in diesem Weg, sehen wir, dass das schon besser ist. Definitiv besser. So, und ich packe jetzt mal mein Girafarig nach vorne. Das wird sich am ehesten entwickeln, glaube ich. Deshalb mache ich das so. Genau, ich habe ein bisschen hier ein paar XP-Bonbons verteilt und alles. Und das sollte jetzt so gut sein. Wo ist der Kampfplatz? Ich habe eine Lieferung an den Kampfplatz von Miss Clara zu erledigen. Okay. Damien. Ein Altaria. Das mag Elektroattacken so gar nicht, habe ich gehört. Kleine Flauschi. Deshalb schicken wir direkt mal unser Bellybolt rein, damit wir genau das tun können. Was es nicht mag. Wir sind, glaube ich, wirklich einfach die ganze Zeit den falschen Weg gegangen. Ich glaube, links rum ist einfacher als rechts rum. Weil das Altaria vom Level her, das ist schon niedriger. Denn das Ding ist... Wann sieht man es denn? Ich hab's gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall unter 40. Anders als bei der anderen Dame vorhin. 35, das ist schon ein paar Level Unterschied. Und das macht schon ein bisschen was aus. Weil jetzt sind wir ungefähr gleich stark. Auch wenn ich ein bisschen geradet habe, ein paar Terror Raids gemacht habe. Tropius guckt mir zu. Girafarig erlernt Doppelstrahl. Der Anwender, das ist nur eine Attacke, der Anwender greift mit übernatürlichem Lichtstrahlen an, die er aus seinen Augen abfeuert und trifft das Ziel zweimal hintereinander. Das ist statt 40 Stärke, 80 Stärke, weil es ja zweimal hintereinander trifft. Das ist schon krass, ja. Da könnte man gewiss ein paar Attacken wegtun. Dafür. Dadadam. Chevrum. Oh, was warst du denn nochmal für ein Ding? Oh, ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht. Lass aber drin. Auf jeden Fall ein altes Pokémon. Du warst das. Pflanzenviech. Ja, gut. Elektro ist jetzt nicht sehr effektiv gegen Pflanze. Dennoch sollte ich hoffentlich noch ein bisschen Damage ausrichten können, bevor ich auswitsche. Ein bisschen auf jeden Fall, ja. Okay, zu wem wechsle ich? Möchte ich wirklich zu meinem Feuer-Pokémon wechseln? Es ist schon so hoch gelevelt. Ich möchte eigentlich gerne so alles balancen. Das ist sowieso ein großes Problem, dass der Starter immer bevorzugt wird im Kampf. Weil die Starter sind immer gut. Die Starter sind wirklich, ich sag's so wie es ist, die Starter sind wirklich immer gut. Und deshalb werden sie jetzt meistens immer benutzt. Und dann vergisst man so ein bisschen seine anderen Teammitglieder leider. Aber ich bin froh, dass wir endlich gute Feuerattacken haben. Klar, mit TMs hätte man sowas bestimmt auf was einmal herbringen können, aber egal. Bam! Down ist es. So macht das Spiel auch schon viel mehr Spaß, wenn man einen Weg lang geht, wo man auch realistische Chancen hat zu überleben. Ja. Meteorologe, Typ und Stärke der Attacken. Wir sind vom Wetter zum Zeitpunkt der Anwendung. Ach, nee, komm, muss nicht sein. Noch ein Pokémon, was? Kamalm. Kamalm. Was war das denn nochmal für einer? Kamalm hört sich an wie ein Gesteins-Pokémon. Sorry, dass ich das wieder vergessen habe. Was warst du? Auf gar keinen Fall. Das ist ein Wasser-Pokémon. Ah, Bellybolt ist aber angeschlagen, ne? Kriegst du das auch hin? Mit Schlammwurgel? Oder bist du zu schwach? Oh, Initiative steigt. Not so good. Aber immerhin Vergiftung.
immer in die Vergiftung reingedrückt. Ja gut, ein bisschen Heilung. Ich versuche es tatsächlich mal raus zu switchen und mit Bellybolt diesen Dude down zu kriegen. Ja, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge uns hier lang bewegen. Den, genau, da sieht man es auch schon, wie es lang geht. Da oben ist ein großer langer Pfad, der nach oben führt. Und dann werden wir dort oben den 6. Arena-Leiter machen. Warum nicht? Noch mehr Challenge hier. Es gab ja schon die Rede von irgendeiner Rapperin. Vielleicht werden wir die auch noch sehen. Aber wenn man den Stick reindrückt, dann kommt man direkt in die Standardansicht des Kampfes. Okay, interesting. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß weder, wo ich hin muss, noch wie ich einen Kampf gewinne. Dann gehen wir wieder in die Akademie. Oh, wait, Folge noch nicht vorbei. Kira Fahrer entwickelt sich jetzt schon.